Auch bei unserem nächsten Projekt geht es wieder darum, Jugendhackt selber zu verbessern oder die Experience zu verbessern. Und es bleibt auch vom Titel ganz im Corporate Branding, könnte man sagen. Das Projekt heißt nämlich Jugend Dashed. Wer sich noch an letztes Jahr und unsere Abschlusspräsentation im Beta-Haus erinnern kann, da war ja das inoffizielle Motto eher so Jugend steigt Treppen. Hier ist es jetzt Jugend Dashed. Und was das genau ist, das erklären uns Leonardo, Damian und MXMS. Herzlich willkommen und einen großen Applaus. Ja, moin erstmal an alle. Also wir kamen hier halt am Freitag an und haben uns so Gedanken gemacht, was wir halt so machen könnten. Wir hatten so voll die Idee, wir waren so, ja, wir machen so fixthelaw.com. Man kann über, also man hat halt alle Gesetzespapiere, kann sich so entscheiden, kann so abstimmen, kann in Foren diskutieren. Und dann dachten wir so, ja, wir haben jetzt nicht so wirklich Bock, so irgendwelche Gesetzespapiere da jetzt. Also wir hatten nicht so Bock auf Gesetze und dann haben wir so weiter überlegt. Dann kam uns die Idee der Smart Mate. Man hat eine Mate, daneben ist ein Mikrofon, man pustet rein und dann wird der Füllstand ermittelt. Ja, das war ja auch nicht so die Idee. Und dann kamen wir halt auf die Idee, also bei Jugendhackt ist so, Jugendhackt ist auf vielen Kanälen, auf Twitter, Instagram, Slack und Hackdash? Ja, und dann kamen wir halt auf das Projekt Jugend Dashed. Ich könnte mal aufmachen, die Seite. Also Jugend Dashed ist quasi ein Dashboard für Jugendhackt selber und da werden dann eben alle Kanäle angezeigt. Genau. Hier, so sieht das nämlich aus. Genau. Genau, und damit man nicht den Überblick verliert, haben wir halt diese Webseite. Und wie ihr seht, man hat drei Zeilen, und zwar einmal Instagram mit Jugendhackt, da werden automatisch die letzten Posts unter dem Hashtag Jugendhackt angezeigt. Wir sehen hier unseren wunderbaren Rapper und Präsentatoren und so weiter. Dann haben wir die Hackdash-Seite, das war das leichteste zu implementieren, weil Hackdash halt eine wirklich gute API hatte. Wir sehen alle Projekte, wie weit diese Projekte sind. Da kriegt man auch nochmal einen Überblick, vielleicht ob man zu langsam oder zu schnell arbeitet. Und ganz rechts haben wir natürlich die neuesten Tweets. Und wir dachten uns auch, damit man nicht den Überblick über die Zeit verliert und vielleicht das Abendessen oder was Leckeres, damit man auch dabei ist, haben wir einen Zeitstrahl entwickelt. Wo man so herumscrollen kann und dann sagt er halt, wann was ist, zum Beispiel Begrüßung, Abendessen, wir haben noch, Start für alle, sowas in der Art, genau, alle Termine. Genau, und was uns dabei aufgehalten hat, da auf dem Weg dahin sowas zu entwickeln, war einerseits Twitters neue API, die ist etwas komisch geworden, hat sich leider ein bisschen verändert, dadurch haben wir erstmal ein paar Stunden verschwendet. Und was auch eine Weile gedauert hat, herauszufinden, dass Instagram zwar eine API hat, aber dafür musst du irgendwie verifizierter Developer sein und da deine Skripte einreichen und das war auch dann schwierig und dann haben wir dann halt einfach das einfach die Internetseite von Instagram gecrawlt und dann halt da die Bilder runter. Und genau, was halt auch in Zukunft dazukommen wird, ist Slack. Da sind wir auch kurz davor gewesen, das halt einzubinden. Genau, das ist dann für die Zukunft. Und außerdem gab es so ein paar Git-Merge-Probleme, die wahrscheinlich alle so ein bisschen hatten und genau, deswegen haben wir auf GitHub auch so 93 Commits, aber das liegt einfach daran, halt eben an Git-Merge-Problemen, aber halt auch, dass man halt immer mal wieder so aus Versehen irgendwelche Auth-Tokens hochlädt und dann muss man die irgendwie wieder runterbasteln. Ja, das war dann, genau. Okay, genau, das hat auch dazu geführt, dass wir mal aus Versehen ein paar Private Keys oder API Keys auf GitHub hochgeladen haben, weil unsere Gitignore nicht so richtig funktioniert hat. Also, genau. Nichts da irgendwie Komisches machen. Um euch wirklich mal zu zeigen, wir haben wirklich alles selber gemacht. Wir haben sogar einen eigenen HTTP-Server und alles Mögliche gemacht. Und das Komische ist, das Arbeiten mit APIs, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, erfordert viel Code, um relativ wenig zu machen manchmal. Deswegen haben wir eine ziemlich unübersichtliche GitHub-Repo
um diese eine Seite zu zeigen. Generell ja, unser Code ist natürlich Open Source und ihr könnt das alle benutzen, außer die Tokens natürlich. Und ich bedanke euch für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß noch. Ja, vielen Dank, dass ihr auch eure Erkenntnisse und eure Weisheiten, was man nicht tun sollte, mit den anderen Teilnehmenden geteilt habt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass man auf so eine Idee kommt, wenn man schon relativ häufig bei Jugendhackt war. Aber stimmt das? Also wart ihr alle schon häufiger da? Oder wenn ja, wie häufig? Oder war auch jemand das erste Mal dabei? Oder es klingt ein bisschen so, als hätte euch die letzten drei Male genau sowas gefehlt und dann habt ihr gesagt, jetzt bauen wir das selber. Könnte man so sagen, ja, ist jetzt bei uns das dritte Mal. Ich glaube jetzt nicht das häufigste, aber dreimal halt. Also ihr seid alle drei zum dritten Mal da. Und habt ihr früher auch schon in einer anderen Projektgruppe zusammengearbeitet? Also kanntet ihr euch als Team? Ja, auf jeden Fall. Alles klar, Never Change a Winning Team. Ganz herzlichen Applaus nochmal für Jugend Dashed.